Hannes, was mir als erstes auffällt, wenn ich dich anschaue, du hast keine Tracht an. Warum? Ganz einfach, ich komme vom Ammersee mit dem Motorrad reingefahren. Und mit einer kurzen Lederhose, das war mir dann doch zu riskant. Am Ammersee war es heute Morgen 11 Grad. Aber man kann die auch mitnehmen im Rucksack oder so. Es ist Wiesen. Ja, wo ziehe ich mich dann um? Hier auf der Wiesen, öffentlich, meine ich. Toilette? Nee, also mir war das gleich. Ich behalte mein Motorradfummel und habe auch eine Lederweste noch dabei. Ich bin jetzt schon halb ausgezogen, nur die Lederhose habe ich mir verkniffen wegen dem Motorrad. Okay, das Thema haben wir geklärt. Wohnst du auch am Ammersee oder bist du Münchner? Nein, ich wohne am Ammersee. Was ist der Anlass für dich, heute auf die ProSieben-Wiesen zu kommen? Ich habe sehr viel für diesen Sender gedreht, habe relativ viele Freunde hier, auch unter den Redakteuren. Und wenn die einladen, dann komme ich, weil ich sehe die so ein, zweimal im Jahr und das freut mich immer. Jetzt der zweite Tag, die Wiesn ist noch lang. Hast du noch mehrere Wieseneinladungen, Wiesn-Events, wo du vielleicht auch in Tracht erscheinen wirst, die zwei Wochen? Ich bin morgen in Berlin bei den Preisen und muss dann nach Zypern. Insofern ist das mein einziger kleiner Wiesenspaß und dann gehe ich wieder arbeiten. Wie viel Mast trinkst du denn heute? Gar nicht, weil wenn man Motorrad fährt, sollte man keinen Alkohol trinken. Stimmt, lieber Zuschauer. Langweilig. Pardon. Dann hoffen wir, du hast trotzdem Spaß. Geht das überhaupt, ohne Alkohol auf der Wiesn Spaß haben? Ja, ich schaffe das ganz gut. Also Menschen, die Alkohol brauchen, um Spaß zu haben, die tun mir leid. Da hast du recht. Ein wahrer Satz hört man selten hier auf der Wiesn. Aber dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß. Euch und auch. Ich gebe zurück auf die Empore.